nach dem nicht ganz so guten Ergebnis auf dem Leistungsprüfstand habe ich mir gedacht, Mensch, weißt du was, irgendwo müssen wir ja anfangen. Und für euch zur Info, dieses Video wurde erstellt, bevor das andere überhaupt online war. Also konnte ich bis jetzt noch nicht auf eure Tipps eingehen, aber irgendwo muss man anfangen. Und da habe ich mir schon mal was gekauft und ich denke, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Und das zeige ich euch gerade. Also das Erste, was man machen sollte, das Auto ist jetzt 21 Jahre alt, Baujahr Mai 2000, habe ich mir gedacht, wisst ihr was, eine neue Benzinpumpe, also In-Tank-Pumpe, die müsste man mal neu machen. Klar, in der Regel prüft man den Kraftstoffdruck unter Last, wie verhält er sich, wie viel hat man, und dann entscheidet man, hey, mache ich eine neue Benzinpumpe, ja oder nein. Aber ich denke mir das so, hey, wisst ihr was, ich stecke nicht wirklich viel Geld in das Auto rein und ich repariere mir meine Autos selber, ich spare so viel Geld. Wir schmeißen eine neue Benzinpumpe rein mit etwas mehr Durchlassvolumen. Die habe ich mir auch selber gekauft. Und das ist, die Sache ist, das ist eine In-Tank-Pumpe. Ich habe mich da viel schlau gemacht oder versucht schlau zu machen. Also da gibt es so viele unterschiedliche. Für die Tuner unter euch oder für die Leute, die sich damit auskennen, sagen, ja, da gibt es doch gar nicht so viel. Also da kannst du auch eine vom, keine Ahnung, anderen Auto nehmen, wie auch immer. Naja, ich habe mir eine Benzinpumpe gekauft für dieses Fahrzeug mit mehr Liter die Stunde oder mehr Liter die Minute als das Original und hoffe natürlich, dass diese Leistungseinbuße, ihr könnt euch vielleicht erinnern, die Leistung ging hoch und dann auf einmal hat es angefangen, Zacken zu ziehen. So als wird irgendwas fehlen. Und da müssen wir drauf kommen. Da würde ich mich natürlich auch auf eure Tipps freuen oder sowas. Was kann man noch alles machen? Einspritzdüsen habe ich mich auch schon schlau gemacht, welche ich da reinmachen könnte. Ich hätte gerne etwas größere, damit die nicht so beansprucht werden. Ich würde das dann so ein bisschen die Einspritzzeit verkürzen. Weil größere Einspritzdüsen brauchen einfach weniger Öffnungszeit. Wäre vielleicht auch eine geile Option, denn mit ein bisschen mehr Durchlassvolumen, kürzere Einspritzzeiten, zerstäubt der Kraftstoff möglicherweise viel besser im Saugrohr, als er es jetzt tut. Und ja, die Einspritzdüsen haben auch nun mal über 300.000 Kilometer gelaufen. Und ich hätte gesagt, kann gut sein, dass die Düsenöffnungen da vielleicht schon so ein bisschen ausgeglättet sind und dass das Spritzbild nicht wirklich toll ist. Ich will heute aber nicht das Spritzbild gucken. Es ist wirklich so, ich werde die ausbauen und neue reinmachen, genau wie mit der Benzinpumpe. Ich werde den Benzindruck nicht messen, einfach neuen einbauen. Das Einzige, was ich tun würde, wenn ich die Einspritzdüsen wechsle, ist wirklich die rausholen, einmal kurz ansteuern, sich das Spritzbild anschauen, die neuen reinmachen, sich das Spritzbild anschauen und dann wieder einbauen. Ja, gut. Ich würde euch gerne zeigen, was ich hier mitgebracht habe und dafür gehen wir einmal auf meinen Unboxing-Tisch. Aber der ist komplett voll mit Lötgedönse. Ich muss das Ganze hier so ein bisschen wegräumen und dann schauen wir uns den Packungsinhalt mal an. Also einmal ein paar O-Dichtringe, ein paar, ja, meiner Meinung nach günstige Schlauchschellen. Und dann haben wir so einen Schlauch. Dieser wird gerne porös und kriegt hier Haarrisse, sodass er zwischendurch auch so ein bisschen Luft zieht. Das ist ein häufiges Problem bei den Kraftstoffpumpen, In-Tank-Pumpen. Und dann natürlich das Herzstück. Das ist eine Benzinpumpe, die ein bisschen mehr Volumen leisten soll. Da bin ich selber gespannt, ob man wirklich was merken, was spüren wird. Ja, so sieht das gute Stück aus, also eigentlich nichts Besonderes. Wo die Mehrleistung, das Mehrvolumen herkommt, kann ich euch ganz ehrlich nicht sagen. Ich bin selber gespannt. Also wir werden ja danach, wenn ich das eingebaut habe, einmal eine Runde fahren, eine Runde drehen, ob ich irgendwas merke, dass sich irgendwas verändert hat. Ich glaube schon fast nicht, ne? Denn ich habe so keine Aussetzer, aber ja, im Leistungsbereich, ne? Das ist ja die Sache. Das kann sein, dass das wirklich an der Benzinpumpe liegt. Und das will ich in Angriff nehmen, zusammen mit euch. So, ich habe die Rücksitzbank schon mal ausgebaut. Rücksitzbank ausbauen beim TT, hey Leute, ne, da müsste ich euch nicht zeigen. Die wird einfach hochgezogen, rausgezogen, fertig. Wir schauen jetzt den Deckel ab, holen das komplette Modul raus. Ja, und ich habe auf dieses Video extra 2 Wochen gewartet, denn im Homeoffice und so ein Gedönse, ne, fährt man nicht so viel Auto und ich musste den Tank erstmal leer kriegen, denn als ich zum Leistungsprüfen gefahren bin, war der vollgetankt und ich musste ihn jetzt wochenlang leer fahren. Reichweite 40 Kilometer, nicht, dass das der Sprit überall rausspritzt und so, ne? Also da empfehle ich euch, wenn ihr so eine In-Tank-Pumpe wechselt, guckt, dass ihr wirklich wenig Sprit habt, aber nicht so wenig, dass ihr dann nach der Reparatur nicht mehr zur Tankstelle schafft oder so.
zum Öffnen der Pumpe kann man sich natürlich so ein Spezialwerkzeug kaufen oder so. Oder man nimmt sich einen Meißel. Ich nehme in diesem Fall einen Meißel, der hier ziemlich stumpf ist. Das ist wichtig, damit wir hier diese Kronen nicht kaputt machen. So, und dann können wir den aufschrauben. Dann lassen wir jetzt mal leer tropfen. Als erstes hätte ich gesagt, damit wir besser arbeiten können, nehme ich diesen Sensor hier ab. So, das sind hier 4 Schräubchen, Torx. Und dann haben wir hier die Pumpe und hier müssen wir die Schelle abmachen. Dafür einmal so eine Zange für die Klemmschellen. Und natürlich gut, wenn man, oder wisst ihr was, wir machen direkt hier ab. Ja, das ist ziemlich fester hier drauf, also fühlt sich schon fast an, als hätte sich das drauf geschrumpft, ist aber normal, mit der Zeit wird das so hart und da muss ich mir was überlegen, wie ich das jetzt abkriege. Wenn ich mit einem Teppichmesser hier dran rumschneide, kann es passieren, dass ich die Dichtfläche rundherum dort kaputt mache und das will ich nicht unbedingt. Ach ja, ich wollte euch vorher noch was zeigen. Also in der Regel kenne ich das so, dass hier ein Haufen Dreck ist. Hier ist wirklich nur so ein ganz kleines bisschen an Schmutz, nicht ganz so viel. Aber nichtsdestotrotz, ne, das ist schon so ein bisschen und solche Sachen, die machen die Pumpe halt kaputt, wenn sie durchkommen. Ne? Und das müssen wir später natürlich auch reinigen. Aber als nächstes will ich das Pumpengehäuse trennen. Das muss nämlich aufgemacht werden. Achtung hier, das ist alles ziemlich brüchig und alt. Deshalb sollte man hier wirklich mit Vorsicht arbeiten, dass man nichts kaputt bricht.
Ja, ich komme wohl nicht drum herum, um diesen Schlauch hier durchzuschneiden. Aber zum Glück gibt es ja neun. Die Pumpe, die wird auch nicht benötigt. Also kann ich hier einfach dran und einmal einen Schnitt reinmachen. Tja, und so sieht es im Inneren aus, Leute. Also auch so ein bisschen einiges an Schmutzablagerung. Und jetzt müssen wir die Pumpe mal rausholen. So, und gucken wir mal, gibt es denn irgendwelche Unterschiede? Das ist unfassbar, ne? Die Dinger, die sehen identisch aus, sind gleich. Das ist unfassbar. Also ich weiß nicht, wie kann die dann hier mehr Power haben, die als die andere? Also für mich ist das irgendwie, ich begreife das nicht, wie das sein kann. Aber gut, ist anscheinend so. Ja, und die kommt dann da rein, aber erstmal reinigen wir das Gehäuse hier. Alles klar, ausgepustet, ausgewaschen, von außen mit Putzlappen abgeputzt, soweit es ging. Und machen wir mal die neue Pumpe rein. Also wir haben hier drei Dichtringe mit dabei gehabt. Ich schmeiße, einer der kommt hier innen rein. So, dann haben wir zwei gleich große Dichtringe, die kommen hier oben drauf. Und einer, der kommt hier auf den Kopf. Und dann ist das Gehäuse schon mal komplett rundum abgedichtet. Und ich bin echt gespannt. Ich wette, ich muss sie mit irgendwas hier einschmieren, eincremen, damit das überhaupt hier reinpasst. Ich denke nämlich, so werde ich das kaum reinbekommen. Das wird echt schwierig. So, ein bisschen Rostlöser. Ja, ich glaube, das sitzt. Ich musste auf jeden Fall eine härtere Unterlage nehmen. Der andere Tisch ist ein bisschen zu weich. Und ja, sieht aus, als würde es gut sitzen. Ja, auch hier komme ich nicht weiter mit den Abmachen. Hier scheint es so, dass ich auch wirklich den hier anreißen muss. Es geht einfach nicht anders. Thank you.
So Leute, Pumpe ist fertig, zusammengebaut, zusammengesteckt, sieht alles ganz gut aus. Ich würde sagen, noch einmal mit einem Lappen, Putzlappen grob drüber gehen, damit nicht zu viel Schmutz im Tank reinkommt und dann können wir sie einbauen. So, bevor wir einbauen, ein Blick in den Tank und zwar ist mir da was aufgefallen, das wollte ich euch auch mal zeigen. Jetzt auch schon, hä? Glitzert so ein bisschen, hä? Da sind viele Stücke drin. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen können. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, dass wir hier das Problem haben beim Tanken der Saugschnorchel, dass der sich da drinnen vielleicht so ein bisschen... Was soll ich dazu sagen? Ich habe mir das mal ausgerechnet. Bei 300.000 Kilometern, man schafft durchschnittlich mit dem Tank 400 Kilometer und das wäre 750 Mal getankt, wenn man den voll macht. So, wenn man den jetzt nicht voll macht, sondern man tankt immer für 10 Euro oder so, dann fährt man natürlich nicht so weit und tankt viel öfter. Und jedes Mal, wenn man den Schnabel da reinsteckt, ich weiß nicht, aus was die Dinger sind, aus Guss oder so, ne, dann verliert man so ein bisschen Späne. Also das könnte ich mir vorstellen, das Einzige, weil sonst wüsste ich nicht, von wo sollen Späne in den Tank reinkommen. Jetzt wird es natürlich Sinn machen, das Ding leer zu machen und einmal komplett zu reinigen. Ja, aber ich habe keine Absaugpumpe für Benzin. Und ist das denn auch so schlimm? Ich weiß es nicht, ob das für das Sieb, für den Filter aufgefangen wird. Ne? Ja, Pumpe mitnehmen. Also eine Sache natürlich, ich habe nicht bis zum Ende nachgedacht. Diese Dichtung ist ganz wichtig, wenn ihr mal sowas macht. Bestellt euch die mit. Ich habe sie natürlich wieder nicht mitbestellt, nicht mitgekauft. Also nicht bis zum Ende nachgedacht. Ne? So, und die Pumpe kann jetzt rein.
Leute, Zeit für die erste Probefahrt mit der neuen Benzinpumpe. Ich bin echt gespannt, ob man was merkt oder ob man generell was spüren wird. Und dafür machen wir uns kurz auf den Weg auf die Autobahn und um da einfach mal bis auf 100 km/h oder so durchzubeschleunigen, ob man da wirklich was spürt, ob man das merkt, dass sich da was getan hat. Und da sind wir gerade unterwegs. Ich bin schon echt gespannt. Okay, so wie es aussieht, bin ich mit dem letzten Tröpfchen Sprit noch auf der Autobahn. Ich denke nicht, dass ich liegen bleibe, also von der Optik her sah das gut aus, was im Tank drin war. Und wir können einmal durchbeschleunigen. Ja, also so wirklich. Gefühl her kann ich nicht viel zu sagen, weiß ich nicht, muss gleich noch einmal gucken, gleich noch mal beschleunigen, im höheren Gang vielleicht oder so, aber hier darf man gar nicht so schnell fahren, wir werden gleich noch mal sehen. So, und im vierten raus. Stabiler an, aber es ist nicht so, dass ich sagen könnte, hey Leute, wow, ultimativ und das bringt was. Ich glaube, das ist wirklich nur dieses Upgrade oder generell so ein Wechsel der Benzinpumpe ist dafür da, wenn man dann zum Schluss auch größere Einspritzdüsen verwendet und wenn man es wirklich, wenn der Motor mehr Sprit braucht. Ich weiß es nicht, ich werde das noch einmal auf den Leistungsprüfstand messen müssen. Ob wirklich die Zacken oben, also nach und nach immer, ne? Erstmal jetzt mit der Pumpe, einmal gucken, hat sich da vielleicht was verändert im Hochbeschleunigen, ist da was anders und dann werden wir einfach weitersehen. Und außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir entsprechende Tipps und mit auf den Weg gibt, hey, weißt du was, Ladeluftkühler hat die sowieso vor, nochmal zu ersetzen, ne? Weil der hat 300.000 Kilometer gelaufen, Ladeluftkühler, Einspritzdüsen vielleicht andere, weil das habe ich ja schon erwähnt, dass die sich auch schon mal ausspülen, dass der Sprit nicht anständig zerstäubt wird. Da könnt ihr mir sagen, hey, ist da ein Riesenunterschied, wenn ich mir einen nehme mit 4 Düsenköpfen oder 4 Sprühköpfe und dann gibt es ja noch die mit 10 oder 12 Sprühköpfen. Klar, 12 Sprühköpfe, viel kleiner, feinere Zerstäubung. Ist das gut für den 1.8er T? Das wäre natürlich sehr interessant zu wissen und damit ich da irgendwie an dieser Stelle weitermachen kann. Ja, und außerdem natürlich noch vielleicht ein anderer Turbolader, ein neuer Turbolader, vielleicht ein anderer Turbolader. Das wäre natürlich alles sehr interessant. Ja, Leute, das war's in diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen helfen. Nicht nur jetzt im Bereich größere Kraftstoffpumpe einbauen, sondern wirklich die in Tank Wasser... habe ich Wasserpumpe gesagt, Kraftstoffpumpe, In-Tank-Kraftstoffpumpe, die man ja so eigentlich gar nicht einzeln wechseln kann, aber ihr seht, es geht. Es muss nicht immer eine teure sein, die besser ist oder sowas, sondern man kann auch Originalersatz kaufen als Zubehör zum Originalersatz. Da kriegt man so eine Pumpe wahrscheinlich schon für 60 €, die man dann halt manuell selber wechseln muss. Aber aufpassen, das ganze Plastikzeugs im Tank ist natürlich brüchig, kann kaputt gehen und deshalb es liegt an euch, ob ihr wirklich jetzt eine komplette Kraftstoffpumpe, die komplette Einheit oder nur diese Tankpumpe, um Geld zu sparen, wechseln wollt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen ein bisschen damit helfen, einen guten Tipp mit auf den Weg geben oder gute Einbauinfo und würde sagen, Leute, wir sehen uns demnächst auf YouTube. Tschüss, euer Schrauber.